komplett weiß. Und das macht, das Schöne ist an so einer weißen Form ist, dass es die grundsätzliche Form sehr gut unterstützt. Das ist auch in der Architektur, sieht man das oft. Richard Meyer hat das vorgemacht, auch in der Architektur, der nur weiß baut und dadurch werden die ganzen Formen viel klarer. Das heißt, es gibt keine gestalterischen Hilfselemente, die irgendwie störend sind, sondern es ist wirklich die reine Form des Fliegers. Man muss dazu sagen, alle Veränderungen müssen subtil sein, weil, wie Sie schon sagen, es ist ein weltbekanntes Erscheinungsbild. Wir kennen das alle, wir sind damit aufgewachsen und man muss da sehr behutsam umgehen. Und wir haben das auch sehr ernst genommen und dann zu viel zu verändern und damit die Wiedererkennbarkeit auch zu stören und auch die Qualität. Es hat eine sehr hohe Qualität. Und das kann ich dir gleich noch gar nicht mal zeigen. Das ist der heutige Kranich. Der hat einen sehr dicken Kranichkreis, also der Kreis ist betont, man hat das Gefühl, der Kranich fliegt fast hinter dem Kreis. Und der neue ist in der Richtung optimiert, dass er sich nach vorne aus dem Kranich befreit, wenn man es mal dramatisch sagt. Was wir auch verändert haben, ist die Farbstellung. Und zwar bei der Farbstellung ist es so, da muss man grundsätzlich sagen, dass wir in der Analyse festgestellt haben, dass das Blau-Gelb gemeinsam, wenn man das wirklich flächig einsetzt, ist ein sehr lauter Farbkontrast. Und wir nehmen unser Premium-Verständnis sehr ernst und mussten da Klarheit schaffen, was die Farbstellung angeht. Deswegen Blau führt in Zukunft, das ist der Grund. Gelb wird zur Farbe der Emotion, des Dialogs, der Interaktion mit dem Gast. Das heißt, die Schilder, alles was mit Beschilderung zu tun hat, was den Gast vom Terminal zum Gate führt, bleibt gelb. Weil der Flughafen ist, hat ein sehr, visuell sehr lautes Umfeld. Das heißt, wir dürfen hier die Signalfarbe natürlich nicht aufgeben, das wäre fatal.